Willkommen zurück zu Oddworld Munch's Odyssey. Ja, ein schwerer Level. Beziehungsweise ich habe nicht so den Durchblick im Moment. Wir werden jetzt den Wasserpegel erhöhen. Ohne Opfer. Denn wir haben auch schon an dem Hebel gezogen, als da noch Mudakens drin waren und dann, tja, bitterlich abgesoffen sind. Das haben wir diesmal besser gemacht. Und ich bin schon wieder auf dem falschen Weg. Gut. Dadurch, dass wir das Wasser erhöht haben, den Pegel, sterben wir. Schnell laden. Das kann ich nicht mehr sehen. Ach Gott, Kinners! Level 21 von 25. Nochmal Wasserpegel erhöhen. Langsam reicht's mir. Puh, also Leute. Hier geht's lang. Und hier war irgendwo hier, war ein Hebel. So wie der da. Komm her. Der öffnet die Tür. Wunderbar. Dann hat alles wieder einen Sinn. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Boah, bloß nicht treffen. Bloß nicht treffen lassen. Na egal, komm, wir versuchen erstmal. Da ist doch Munch. Boah. Wie soll man das denn hinkriegen? Erstmal wirst du wiederbelebt. Top Gesundheit ist das. Oh Gott, wie tue ich denn die erledigen? Da konnte Munch auch so schon hin, aber... Ja, wie zum Geier. Okay, das hier hinten. Zapmat. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist nicht so gedacht. Obwohl, wir müssen erstmal die vom Leib schaffen. Am besten ins Wasser. Komm. Na gut, einen haben wir erledigt. Aber trotzdem muss es eine vernünftige Erklärung geben. Können wir? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mach mal drei. Und mal sehen, ob wir so weit kommen. Oh ja, es geht. Nicht. Nee, oder? Wie denn sonst? Mach mal an dieser Stelle ein Quick Save. Ja, dann versuchen wir es auf die Art und Weise, wie ich es eben gemacht habe. Auch wenn das garantiert nicht die richtige Wahl ist. Ganz bestimmt anders geplant. Komm schon. Jetzt hab ich dich. Da sagst du nichts mehr. Okay, nachtanken und wir erledigen die Sleeks da vorne. Und dann ist der Weg frei. Es wird niemals so gemacht worden. Ich weiß es aber nicht. Ich bin nicht drauf gekommen, wie es hier eigentlich geht. Aber wenn es nicht so gedacht war, habe ich mir was Gutes einfallen lassen. Und tschüss, Mann. Alle down, alle down. Alle down. Jetzt kann Ape auch mal rüber jumpen. Bisschen Energy. Energy Drink. Red Bull. Vielleicht keine Flügel. So, 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 so. Chup, chup. Was Sprungkünste. Hallo? Sklaven. Ganz viele auf einen Haufen. Da hinten ist auch einer. Geil. Gefällt mir. Facebook, Daumen hoch. Gefällt mir. Und so viele. Geil, 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 geil. Muss nur gucken, wo man die retten soll. Da hinten sind Sleeks. Sehr scheiße. Die stören mich ein bisschen. Ach du Scheiße.
Am besten wir tun einfach jeden zerfleischen. Und dann haben wir kein Risiko. Oder wollen wir das? Okay, Quicksave. Bei einem Quicksave kann nichts passieren. Wer hätte nicht auch gerne ein Quicksave im echten Leben? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr mit einem Quicksave im echten Leben machen würdet. Das wäre so geil. Man könnte sich alles erlauben auf dieser Welt, ey. Ich glaube, da würde jeder kriminell werden. Alles tun und lassen. Oder du machst was und musst nicht bezahlen. Oder du bezahlst. Und ja, Quicksave laden und ja, ne? Ja. Die Sklaven sind jetzt so viel auf einen Haufen. Na, wenn das nicht cool ist. Lasst hier unten einfach ein Rettungsring sein. Ein Schandkreis. Keine Leaks, bitte. Und was sehe ich? Ein Big Brother Leak. Nein. Zwei. Das ist toll. Da werden sie alle befreit. Da frage ich mich schon, wo sind die Fassels? Sind die hier? Lol, wo sind die Fassels? Egal, werden wir schon noch finden. Och, Bullshit. Die können wir nicht übernehmen. Ich laufe einfach mal rein und schau. Hallo. Die schlafen. Oh, die schlafen doch nicht. Okay. Da fühlt ihr euch klasse, was? Ich versteh's. Irgendwie verwirrt mich dieser Level total. Okay, da wollen wir nicht hin. Da müssen wir also ganz zum Ende hin, wenn wir die Sklaven auch wirklich... Also... Ich habe mich ja noch nicht ganz umgeschaut, nicht wahr? Da hinten... Da sind Fassels! Da sind Fassels. Noch mehr Sklaven. Aber die können wir alle hier befreien. Das tun wir dann zugleich auch. Dann ist dieser Level doch chilliger, als ich dachte. Aber verwirrend. Das zweifelsohne. Dieses Tor. Sag mal, wie soll man denn die großen Fleaks fertig machen? Mit einem Zapmart, natürlich. Glaubst du das selbst nicht? Da sind sie, hey. Wenn ich hier aufmache, bringe ich mich in Deckung, ey. Vielleicht geht's von hier, ich glaube es nicht, aber ich versuch's. Bullshit. Scheiße. Kannst mir doch nicht erzählen, dass Ape und Munch, also, nee. Das kriegt der doch niemals hin mit seinem Zapmata. Wie denn? Oder? Wie wäre es, wenn wir die Sleeks hier hinlocken, wo es eben noch ging? Manch, bist du bereit, dich zu opfern? Sag mal, ist da ein Mudaken drin? Ja, die können ja den Hebel nicht ziehen, ne? Na gut. War nur so ein Gedankengang von mir. Los geht's. Ach, die brechen. Ein Schuss hier, ein Schuss. War das jetzt die Energie von Munch oder wäre es jetzt... Okay, und wir kommen da nicht hoch. Wahrscheinlich können wir die gar nicht kaputt machen, oder? Doch, das werden wir tun.
Deswegen ist ja der Zapmata. Na ja, toll. Das kann was werden, hey. Ja, oh, du bist ein Idiot. Du bist so dumm, du bist so dumm. Okay, ich war der Dumme, aber trotzdem. Ist man stumm? Komm jetzt, geh baden. Loser. Oh, fuck you, damn it, motherfucker. So, jetzt springst du aber nicht in eine Mine, der. Volle Energie. Schon lächerlich, hey. Schon lächerlich. Komm schon. Wenn wir die so dran kriegen. Nee, es geht trotzdem nicht. Boah, und wie schnell, ey. Na gut, dann machen wir das so oft, wie erforderlich ist. Wir könnten... Boah, das wäre ja Selbstmord. Wir könnten die Sklaven reinhetzen. Und die gegen die Sleeks antreten lassen. Gepanzerte Big Brother Sleeks, ey. Unglaublich. Komm, stirb mal bald einer. Wenn es diesmal nicht klappt, dann versuche ich es halt mal anders. Vielleicht sind sie ja unsterblich. Und wenn die sterben, dann kommen auf einmal neue. Das traue ich denen sogar zu, hey. So wie die ganze Zeit neue Sleeks kommen. Ey, fuck. Quick save. Ist ja bislang nichts passiert. Wir versuchen es mit all den Sklaven. Oder kann man von hier oben was machen? Nee, oder? Moment mal. Nee, das wird wohl nichts bringen. Oh, hallo. Okay. Mein Vorschlag wäre halt... Wir müssen gar nichts machen, Mann. Das Tor müssen wir aufmachen. Mehr nett. Wir werden die nicht umbringen. Die haben auch ein Recht zu leben, ja. Wir laufen nur durch, machen das Tor auf und der Rest ist... Okay, hör zu. Formsache, obwohl... Wie man an die ganzen Fassels kommt... Es dürften jetzt alle sein... Puh! Operation startet! Ja. Quicksave natürlich. Und los geht's. Ach, sofort wieder zu. Sofort wieder zu. Das ist doch scheiße. Auf, wir ziehen in den Kampf. Hallo, Jungs. Was tue ich hier? Deswegen Quick Save. Das kann ja nicht gut gehen da. Ihr habt ja gesehen, wie schnell ein Mann stirbt. Ich helf mit. Oder auch nicht. Was habt ihr da gerade gemacht? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Hat Munch die so weit geschwächt oder woran? Also ich meine, ich bin sprachlos. Ich bin so stolz auf euch. Munch wird hier auf dem Hebel warten, auf dem Schalter. Das scheint doch so zu... Arme Schweine. Weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.